Junge, ich hab nicht gedacht, dass die so laufen. Herzlich willkommen in der Simson-Werkstatt. Bei den Bekloppten. Was machen wir denn heute? Moped fahren? Nee, schaukeln. Oh nein, du schaukelt gar nicht. Denkst du viel anderes? Das ist kaputt. Weißt du, warum das nicht schaukelt? Du musst erst einen Euro einwerfen. Ah, hier in den Slot. Ja, ich glaube, ja, den Mopeds. Draußen schrauben wollen wir nicht, oder? Ist kalt. Kalt. Wir gehen in die Werkstatt. Ja, komm. Und Dirk? Was steht hier? S50. N. N, Nullausstattung. Geil. Ja. So, Dirk, wollen wir mal gucken, ob die noch lebt? Wir werden heute versuchen, das Ding ans Leben zu kriegen. Wäre schon geil. Also wir machen aus. Wir müssen diese Antennen beseitigen hier. Ey, das ist ein neuer Shit. Wir haben beste. WLAN. Guck mal, wie zart die Bremse geht. Guck mal, kann ich mit kleinen Fingern. Guck mal, die Kupplung hier. Oh, Sim-Opti gar nicht mal ein Beispiel. Genau, Ralf, guck dir das mal an. So leicht geht eine Kupplung. Nee, das ist tatsächlich kein Wireless-Kupplung oder sonst irgendwas. Das hat so einen modernen Scheiß. Total zerstört. Genau, habe ich durchgeschnitten. Haben wir Ersatz? Ich guck mal. Was ist denn hier? Guck mal da, sogar in Grau. So wie es sich gehört. Ja, hey, guck mal hier. Beste. Aber. Allzeit gute Fahrt, wie süß. Verehrter Kunde, folgende Hinweise. Diese Motorflex, die wollen kein Öl. Okay. Ich guck mir mal den Zylinder an. Oder soll ich ihn einfach zuschrauben wieder? Er funktioniert ja so. Ich mache den einfach wieder zu. Wollen wir einfach mal kurz die Leute reingucken lassen, was wir so hier haben? Genau. Also, der Kolben war ein bisschen fest vom langen Stehen. Dann haben wir den Zylinderkopf schon mal runter gemacht und haben mit ein bisschen Öl und ein bisschen sanfte Gewalt den wieder zum Laufen gebracht. Also, ups. Klappert ein bisschen. Ja, dezent so ohne. Genau. Also, das sollte an sich wieder gehen. Okay, zieh den ganzen Vergaser mit raus. Ja, ich wollte nochmal gucken. Hat der keine Fußdichtung mehr drin? Ich weiß nicht, wahrscheinlich. Nee. Also, wir nehmen auf jeden Fall den Vergaser ab. Ja, der wird dicht. Vergaser nehme ich ab, mache ich sauber oder wir packen einen anderen drauf. Und da machen wir eine Fußdichtung neu drauf. Und dann? Und ohne jetzt zu gucken, ob der Kolben oder der Zylinder gut aussehen, wo du kannst ja mal reinleuchten. Ja, der sieht, also der meine geht. Seite sieht nicht schlecht also aus. Also damit kann man schon arbeiten. Das also ist der okay. Hat schon ein paar Riefen, aber... Wir wollen ja nur wissen, ob's tuckert. Ob's tuckert, also, und Ölwechsel machen, soll ich schon mal ablassen. Genau, Öl raus. Bautenzüge erneuern. Hier sind ein paar durchgeschnittene Kabel, die knibbeln wir einfach so wieder zusammen hier so mit Schrumpfschrauben. Wir wollen ja erstmal einfach gucken, wie es aussieht, das Moped. Genau, ja. Weil hier hinter komme ich auch nicht rein, weil ich besitze den Schlüssel tatsächlich nicht. Jo. Schlecht, aber gut, hast du an der Elektrik nichts gemacht. Lief die damals? Nö, die habe ich noch nie tuckern gehört, noch nie. Das sind gute Voraussetzungen, würde ich sagen. Mhm. Da kann man mit arbeiten. Ja. Eileen, pack mal die ganzen Bautenzüge, versuch mal da oben alles rauszuschaffen. Ja, mach ich. Dass wir erstmal die ganzen Züge erneuern, weil ohne Züge ist natürlich... Schlecht. Ohne Züge kannst du keine Eisenbahn. Brauchen wir nicht, aber hier noch, das ist, was ist das hier? Licht, ne? Das brauchen wir erstmal nicht. Ja. Wir brauchen erstmal die Züge. So, da haben wir schon mal das draußen. Das ist. Aber hier, das hier brauchen wir, oder? Hier zum Ausmachen. Nee, auch nicht. Das brauchst du ja nur zum Ausmachen. Angehen tut sie. Dann lassen wir sie einfach absterben. Okay, ja. Erst, genau, die kriegt man so getötet irgendwie. Habt ihr gehört? Ich will einfach erstmal Vergaser rausnehmen. Und dann schauen wir mal. Ob hier irgendwas geht. Weil Sprit scheint da ja auch keine mehr drin zu sein. Nee, der ist knochentrocken. Und knochenhart. Ja, ich habe auch den Tank mir mal angehobt, da ist auch nichts mehr. Es werden jetzt wahrscheinlich ganz, ganz viele Menschen da draußen zu uns sagen, aber warum restauriert ihr die nicht einfach ordentlich? Weil wir keine Lust drauf haben. Im Moment. Wir wollen jetzt einfach nur, wo ist die Feder hier? Wir wollen einfach nur gucken, ob sie läuft. Mit den geringen, kleinen Mitteln, die wir so zur Verfügung haben. Mit einfach dem, was dran ist. Weil es muss doch möglichst sein, im Moped, was irgendwann mal fahrend abgestellt worden ist, was ich hoffe,
wäre gut. Einfach mit Sprit, Öl und Strom zu versorgen, beziehungsweise Strom brauchen wir nicht, da muss das doch laufen. Das muss doch angehen. Es regnet. Hast du gerade meine Hände geölt? Nein, gereinigt. Das war auch eine S51. Das war eine Simson. Es ist unfassbar, wie viele Simsons hier rumfahren. Und wir leben hier im tiefsten Westen. Das ist unfassbar, das ist schon gut. Solange die alle zu mir kommen und die Motoren zum Revidieren bringen, ist alles im grünen Bereich. Dann werde ich steinreich und die Leute haben Motoren, die wenigstens funktionieren. Lucien. Lucien, ja, genau. Ja. KR51-1 mit Umbau auf M500-Motor, der übrigens problemlos machbar ist, habe ich jetzt gehört. Es gibt wohl alle Anbauteile, ja, gut, um das umbauen. Ja, aber du brauchst ja auch eine andere Spange, ja. Die Bremse, den ganzen Käse. Mhm. Stimmt, ja. Soll es wohl jetzt geben, der hat wohl einen Seitendeckel, wo man das alles einhängen kann, wie bei einer Einserschwalbe. Ob es funktioniert, weil ich bin mir nämlich gar nicht so sicher, ob der genauso mittig hängt, der Motor, wie der andere, aber scheint wohl zu funktionieren. Irgendwie, wenn man das mal sieht, hier mit dem so. Ja. Es sieht alles original aus. Der hat nur hier das abgeflext, wie das bei der Zweierschwalbe sowieso so ist. Mhm. Und der hat halt hier die Halterung. Und ich nehme an, dass der nur das hier oben verwendet und der unterste nicht. Interessiert uns aber heute nicht. Das ist nicht Thema der Verhandlung. Das gibt es im nächsten Video. Motorrevision. Die wollten ja Motorrevision sehen. Nächsten Video M500 Motorrevision. Und gleich noch einen hinterher und dann noch einen nach einem. Nein, Quatsch. Ich glaube einmal. Der ist ja schon revidiert. Der ist schon fertig. Von welches Moped ist das nochmal? Na, die S51. Die wir auch im nächsten und übernächsten Video behandeln. Ja, also wir haben noch genug Content für die nächsten 200 Videos. Ja. Junge. Dann wollen wir mal gucken, ob man das alles schön. Also Schrauben gehen schon mal leicht auf, das mag ich. Ja, die Bordenzüge sind ganz schön festgerostet. Bin ich magisch? Ja, ich weiß. Dankeschön. Genau. Wahrscheinlich werden wir den auch mit externer Spritflasche versorgen, weil der Tank, keine Ahnung wie er aussieht, ich weiß es nicht. War der noch gut? Der war echt tipptopp. Aber wir wollen ja trotzdem. Top, tip, chip, chop. Also, den reiße ich mal kurz runter. Will nicht. Wie will nicht? Er will nicht loslassen. Was? Ja. Hä? Oh. Noch, er kommt. Ein Stück. Da ist er. Ja, so. Was sagst du? Keine Ahnung, was ich sage. Ich mache jetzt hier diese Fußdichtung ab, mache eine neue Fußdichtung drauf. Ach, da war mal eine. Ja, ja, da ist, die klebt da hier noch. Und unter der Fußdichtung, guck mal, sieht das sogar alles noch hübsch aus hier. Ja, hier fehlt eine Kühlrippe ein Stück. Keine Ahnung, wo die geblieben ist. Die liegt wahrscheinlich noch im Osten, da, wo wir das Moped ausgegraben haben. Aber so eine Kühlrippe, die ist mir jetzt nicht so wichtig. Ich will die ja nur zum Laufen kriegen. Der hat auch schon böse übergebrannt. Sind die Kolbenringe noch lose? Ja. Sieht alles schon ein bisschen dämlich aus hier. Der unterste geht noch, der oberste fest. Den muss ich mir rausholen. Kolbenclips raus und dann, Zange. Haben wir eine Zange? Ja, wir haben eine Zange. Ja, ich bin hier noch dabei. Brauchst du Kriechöl, um das Ganze ein bisschen williger zu machen? Oh, das ist so festgebacken. Machen wir den Kolbenclips da drüben raus. Ja. Ah ja, das hat halt ein paar Jahrzehnte in der Garage rumgestanden oder in irgendeiner Werkhalle oder in irgendeiner Scheune. Und es wird auf jeden Fall auch im Winter gefahren, weil du siehst richtig so Salzkruste. Willst du da auch rausgehen? Jetzt hab ich. Und tschüss. Am besten ins Kurbelgehäuse reinfallen lassen. Das ist gut, ja. Das wäre das Beste überhaupt. Jetzt brauchen wir hier den Kolbendings-Gedöns. Gedöns. Soll ich dir den Hammer geben? Okay, so. Ich hab gedacht, der geht so raus. Nee, der ist ziemlich
Ja, doch, das hat sich doch schon mal gut angehört. Oh, da brauchen wir sanfte Gewalt. So mit dem Schon haben wir ein bisschen. Was ist mit dem Niklas los? Der ist eingefroren? Ist der eingefroren? Der hat zu wenig, keine Ahnung, zu wenig Ketten gehabt, ich weiß nicht. Zu wenig Ketten? Da ist kein Leben mehr dran. Ich denke, du möchtest kein Ketten mehr trinken. Nur noch einmal die Woche. Und dann nur einen halben. Ich kann auch kloppen, ne? Nee, mach mal Züge. Ja, will ich ja. Ich brauche noch einmal den. Oh, haben wir irgendwo so. Der geht ja nicht in einem Schnitt raus. Junge! Will nicht, will nicht. Oh, ja, klar, klar bleibt die Hülse drin, ne? Wer kennt ihn? Oh, diese. Ja, die kriegst du leicht raus. Kennst ja den Trick mit dem Schraubendreher und dem Gummihammer. Hier? Ja, ich hab schon so einen dicken Olli hier. Da hast du noch eins. Kann ich die echt hier einfach rausklopfen? Jaha, jaha, jaha. Ja, so, sie kommt tatsächlich raus. Ah, beste. Ja, das ist jetzt Schraubendreher drin. So. Jung, das ist aber auch ein Joke. So. Ich kann ja auch mal den alten, den anderen Kolbenbolzen Stoß rausklopfen. Ja, ja, genau das, ja. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Ich habe die beste Ordnung überhaupt. Gehst du jetzt bitte? Aileen, läuft das Moped schon? Nee, was ist los? Ach, Junge, was denn mit dem? Das sind 2 Minuten 70 einen Vergaser zusammenzuschrauben und bei so einer Kleinigkeit braucht sie so lange. Verstehe ich nicht. Nicht bremsen rein, morgen ein bisschen Rostlöser drauf. Ja, nee, ach, das geht schon. Das kannst du mir nochmal weggenommen, hol ich mir dann. Egal. Muss alles nochmal ein bisschen. Oh, kommt da ein Mock raus, ne? Kein Wunder, dass. So, mal gucken, dass mir die Anlaufscheiben nicht hier reinplumpsen. So. Bei dir ist 50 und das ist auch nicht mehr Bier. Ich will die auch haben, ja. Also, wie sind das hier? Ach, 9 vielleicht? Ja, ich finde es auch cool. Ich will es haben. Ich habe zwar schon einen Moped, das ist noch ein paar Schlüssel. Aber so ein zweites, so eine S50, ne? Ich weiß, meine S51 ist noch nicht fertig, aber. Besser haben als brauchen. Sie, ihr könnt ja irgendwann mal die Arbeit ausgehen in den nächsten 2 Leben oder so. Ich glaube, so viel Arbeit wie ich momentan habe, ist schon übel, aber ich will sie trotzdem haben. Ach, kann die da mal weggehen? Die ekelt mich an, diese tote Spinne hier. Lebendig mag ich euch lieber als tot. Sieht nicht viel süßer aus. Bauernzug, das ist doch gut. Ist okay. Wieso? Wo ist dein Captain? Den kann man nicht mehr. Ich hab grad keinen da. Oder bist du jetzt unter den Anonymen? Nee, nicht unter den Anonymen. Ich bin unter den bekennenden Alkoholikern. Ah. So schön neu. Sie tut es schon wieder. Er ist unfair, er ist vor mir gemacht. So. Irgendwie sieht das so komisch aus, wie so ein neuer Pautenzug an dem Rest. Ich muss halt noch nicht mal gewaschen. Weil es uninteressant ist. Im Moment. Ich weiß, wir wollen gucken, ob es fährt. Sieht trotzdem komisch aus. Siehst du direkt was Neues? Na, direkt was guckst du? Ich guck nicht, ich verdrehe die Kolbenringe. So. Die ein paar Anlaufscheiben, die kleben wir jetzt. Ich kann ja hier schon mal 19 Kerzenstecker drauf machen, oder? Kannst du machen. Das wäre was man dem Moped mal gönnen könnte. So. Wir sind ja kurz unterbrochen worden. Also. Der Motor war schon mal auf, hier ist ein Nadellager drin. Da
Das sollte eigentlich da nicht drin sein. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Hatten die nicht auch so ein... Ja doch, die haben 1,33 gefahren. Die hatten auch so eine komische Messingbuchse, so ein Kleidlager da drin. Naja gut, da war halt schon mal eine dran. Aber es ist uns ja auch egal. Weil wir den Motor sowieso früher oder später sowieso neu revidieren. Aber wir wollen den jetzt erstmal so schnell zum Laufen kriegen. Da hole ich mir erstmal ein bisschen Fett aus der Tube. Dann klebe ich mal hier so ein paar Anlaufscheiben dran. Was ist los? Ich habe mir das nur mal angeguckt. Wen hast du dir angeguckt? Die alte, alten Zündkerzensteiger habe ich mir angeguckt. Ich wollte mal gucken, wie der so aussieht. Kann der noch was? Nein. Wo habe ich denn jetzt die zweite Anlaufscheibe hin? Keiner weiß es außer du. Ich habe die doch gerade bei dir hingelegt. Spul das Video zurück. Schreibt's in die Kommentare, wo liegt die Anlaufscheibe? Scheiße. Krieg, der Stecker passt hier drauf. Ach, hier ist er doch. Was ist eigentlich noch besser? Was? Der Stecker passt hier drauf. Warum? Weil das Kabel so dick ist. Nein. Doch, guck. Du musst das drehen. Es ist zu dick, ich kann nicht reindrehen. Jetzt brauchst du einen anderen Kerzenstecker oder was? Ja. Meine Fresse. Hier, probier den. Ja, der sieht. Der klappert aber, ich mag keine Kerzenstecker, die klappern. Ja, der klappert nicht, aber. Ach so, ist meine Uhr. Der klappert. Also, was ist denn hier? Ich habe echt gedacht, die klappern alle, aber das ist meine Uhr. Das ist ja lustig. Das ist sogar auch mal ein originaler Dirk. Das ist auch mal ein originaler Dirk. Na, hoffentlich geht er noch, weil der ist aus der Müllkiste. geht schon irgendwie. Ist bestimmt irgendwo mal. Oh, scheiße. Jetzt sehe ich nicht, was hier Auslass ist und was nicht, weil hier einfach eine Krust. Ich muss mal putzen. Zu mir sagen, ich soll nicht putzen. Erst. Ja, das ist ja aber notwendig. Wir müssen ja das, was notwendig ist, notwendig. Eine Drahtbürste bräuchte man. Wer kennt sie nicht? Die Drahtbürste. Die bürstige mit Draht. Oh. Richtig krustig ist das aber nicht. Das geht ja sehr leicht ab. Ich wollte gerade sagen, das ist nicht so eine gerade Kruste drauf. Okay, dann muss ich den Kolben doch ein bisschen sauberer machen, wie ich dachte. Oh, jetzt habe ich ganz viele Pfeile drauf. Nein, das sind Kratzer. Da ist er, oder? Pfeil mal. Ich sehe nichts. Ja, Pfeil nach. Da. Bist du sicher? Ja. Richtig. Warte mal, spiel das mal ein bisschen aus. Der zweite Videocrasher. Der nächste Videocrasher, ey. Und nicht mal was zu essen mitgebracht, ey. Ich wollte gerade fragen, was der wieder essen möchte. Was möchtest du essen? Ich will Pizza. Wir haben belegte Brötchen und Kuchen haben wir noch zu Hause. Belegt Plunderstückchen. Ja doch, ich nehme ein belegtes Brötchen. Was? Belegte Brötchen? Ja. Was liegt denn drauf? Ein ganzes halbes Schwein? Wurst oder Käse? Das ist ja sehr definiert. Ja, ich nehme auch eins. Ich nehme eins mit Wurst und eins mit Hausmacher. Wurst. Hausmacher. Okay, du auch. Okay. Kannst du mir mal ein Stückchen Kuchen? Nein. Ich muss noch falsche fahren. Uhrzeit, ganz falsche Uhrzeit. Oh Junge, willst du da jetzt raus? Bis gleich. Okay, ich mach den mal bis. Hey, der wird ja sogar wieder sauber. Guck mal, der ist wie neu. Ich habe hier so ein kleines Problem mit diesem Kupplungskabel. Nämlich nicht raus. Bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Ich habe es mal mit Gewalt probiert, aber. Jetzt kommt er schon wieder. Hab ich ihn jetzt angesteckt oder bin ich der Böse, weil. Es färbt ab. Was haben wir denn? Riecht gut, ne? Ja, ich habe so schon Kopfschmerzen. Anerfrischlich. Ja, weil du so viel Captain trinkst. Genau, klar. Einfach mal ein Häng ich da jetzt noch einen Bremsbodenzug ein oder erstmal nicht? Was? Was du an Bautenzügen hast, kannst du reinheben. So, wo ist der Pfeil? Ja, Kupplung hat gerade keinen Bock. Oder ich hab keinen Bock. So, nee, jetzt. Oder erstmal Gas. Bauten. Gas. Was ist denn hier? Ey, der ist noch gut. Den hast du nicht durchgeschnitten. Nee. Soll ich den trotzdem neu machen? Ja. Okay, dann mach ich erstmal Gas. Gas ist wichtiger als Bremse, oder?
soll man machen. Da ist ja auch Gas bei uns. Oh. Der wurde aber auch schon mal neu gemacht, wenn du sagst, die waren alle mal grau. Der ist nämlich schon schwarz. Der ist schon mal gerissen, würde ich sagen. Ja, absolut. Also es ist ja nicht gesagt, dass hier nicht mal irgendwann mal was repariert oder gerichtet worden ist. Aber also der Lenker. Also rein optisch ist er halt noch wirklich Originalzustand. Also der Lenker hat auf jeden Fall schon mal einen auf die Gusch gekriegt. Was natürlich auch nicht mehr original ist, ist das hier. Weil die hatten nur diese Kappen hier. Ja, nur die, genau, die waren dann hier unten. Und das die waren unten und das war frei. Da hat dann irgendwann, ah ja gut, die haben natürlich zu DDR-Zeiten auch irgendwelchen Unsinn mit den Dingern Tuning gemacht. Tuning! Meinst du, das ist Tuning? Oder einfach war nur, damals Tuning. Oder damals einfach nur Optimierung. Warum passt denn der hier nicht drauf? Das kann ich ja schon wieder nicht mehr leiden. Okay, kriege ich hier den Dings runter, Gasdrehgriff. Die Schraube lösen. Ja, da ist aber keiner mehr. Wie, warum? Wie, da ist keine Schraube drin. Da ist keine Schraube drin. Aber er geht nicht runter, deswegen bin ich verwirrt. Ja, ohne Licht sehe ich da eh nichts. Ja, ich hole mir jetzt mal einen Taschenlampe. Das ist eine gute Idee. Plastikstoffen hat den Gasträger draufgehalten. Okay. Ich weiß nicht, ob das so normal ist, ne? Das ist doch gut. Oh, Junge, wer hat ihn denn hier reingekloppt? Wie ist das, was runter muss ins Eckige oder was hier passiert? Ah, Freunde. Wo ist denn die kleine Zange hin? Liegt die noch bei dir, die kleine Zange, für den Kolbenclip? Zange? Du hattest die kleine Zange bekommen? Ah ja, die hatte ich. Ich hatte sie irgendwo hingelegt. Da. Du kannst den Kolbenclip gleich wieder einsetzen. Lass ihn nicht da unten reinfallen, wenn du so nett wärst. Oder ich kann dir auch hier noch ein bisschen... so. Und drehen ihn nach oben offen. Ja, muss es mal wieder rein wollen. Der will rein. Guck Futter. Mal da. Futter. Da gibt's Futter, ey. Unglaublich. Das kannst du mal hier oben drauf stellen. Könnte ich ja auswerfen hier, sorry. Vielen Dank. Gerne. Guten Appetit. Vielen Dank für die Brötchen. Vielen Dank, wie lieb von dir. Das ist eine S50. Steht für Nullausstattung, die hat nicht mal einen Zündschlüssel. Das ist voll cool, das ist heute voll Trend. Keine ja. Blinker, gar nichts. Einfach Nullausstattung. Das du also das günstigste. Bitte? Also quasi das. Das war damals tatsächlich. Ja, aber heute ist es am coolsten, weil keine Blinke. Das ist einer der wenigen Mopeds, wo du keine Blinker brauchst. Ach, du brauchst die dann noch nicht. Nee. Nein, weil das Moped hatte keine Blinker damals. Es ist ein Oldtimer, also. Und das Coole ist, die Hupe, die funktioniert mit normalen Batterien, also die man im Geschäft kaufen muss. Ist so ein Batteriepack drin, muss immer wieder. Wie bei so einer Lichterkette, weißt du? Oh, warte mal. Warum? Das sieht aus wie reingekloppt. Ja. Reingeknetet. Ich krieg ihn auch nicht raus, kommt da. Das ist ein bisschen. Dann bin ich wieder. Dankeschön, danke fürs Essen. Gerne. So, Essen raus. Geht immer. Ich sehe nichts. Willst du Licht haben? Habe ich Licht hingelegt? Ach, das hast du dir schon gemobst? Mhm. So einer also. Okay, wo habe ich jetzt den Dortenzug hingelegt? Ach. Da ist das er. Ach, deswegen wollte ich nicht reingehen. Der war doch gar nicht in der Stadt. Wo habe ich den Gas? Ist der jetzt auch hier drüben? Alter, hier wird mir alles. Wegen den Semmeln. Ach ja, naja, deine Ausrede hier dann. Ist okay. Videobeweis. Zurückspulen. Das war wirklich wegen Semmeln. Geht doch rein, du kleines. Binglein. Ich finde es auch geil, die haben das bei jedem Mautenzug reingelegt, dieser liebe Kunde. Bitte. Lieber Kunde, sind Sie nicht dumm? Machen Sie nicht den Fehler und ölen Sie die Mautenzüge. Wieso? Ja, weil die Teflon beschichtet sind. Brauchen wir. Bing, bing. Aber ein bisschen Fett darf ich dem Moped hier noch gönnen, oder? Das war mein. Captain Morgentimer. Ab jetzt darf ich. Ich geb mir mal einen Captain holen. Und beim letzten Video ist mir aufgefallen, dass alle Menschen da draußen gehört haben, wie ich mir einen Captain eingegossen habe. So mit.
klok, klok, klok. Deswegen lasse ich mein Mikro kurz hier. Ich gebe das dem, Kameramann. Dirk, wo ist das Fett hin? Was denn für ein Fett? Fett. Die hier? Ja, das finde ich wirklich, danke schön. Hier ist auch noch Kapitän Morgan. Das ich ist deine Kapitän weiß, Morgan. Ja, ja. Der war aber schnell gewichst, ey. Mhm. Der faule Mensch von heute hat sowas Paletten bei dem Kofferraum. Bist du reich? Nein. Im Gegenteil, ich bin zweitärmste mein Kinzigkreis. Ja. Bitte? Unterstützt du die kleinen Dosen? Nee, tatsächlich habe ich die nicht gekauft, habe ich geschenkt bekommen. Zum Wohl. Du da draußen, du weißt schon. Dankeschön. Haben wir noch irgendwie so eine Gasdrehgriffarmatur da? Mir fehlt dieses kleine Blechteil mit der Schraube, weißt du? Was? Nein, keine Ersatzteile. Wir bringen das nur zum Laufen. Ja, aber sonst... Mach's wieder so, wie es war. Ich habe sowas nicht. Und vor allen Dingen kannst du das nur einsetzen, wenn du das runterziehst. Das will ich nicht. Mach's so, wie es war, mit diesem von da hinten und... Plastik-Nupsi drauf. Mit dem Nupsi, genau. Mit dem Herrn Noob. So, ich rauche jetzt erstmal eine Brötchen. Ja, guck mal hier, was die Angelina uns lecker Brötchen gemacht hat. Oder hat die nicht gemacht, die sie noch geliefert hat. Ist noch übrig vom Tröster. Gut, alles klar. Bis gleich, wir essen. Die Lampe sagt auch nicht mehr so viel. Die war erst, die habe ich doch erst abgehängt vom Ladekabel. Nee, die war nicht am Ladekabel, die hing da nur dran. Ach so. So. Siehst du, schon ist er aus. Die war nämlich nicht am Ladekabel. Kannst du, siehst du den Kolbenclip da auf der anderen Seite? Ah, hier haben wir eine Batterie. Ich habe noch eine, die voll ist. Was soll ich sehen? Den Ring, ja, der ist pass. Kann ich den zusammenquetschen? Mhm. Ja, kannst du. Gut, also ich mache mal hier. Oh. Echt jetzt? Was denn? Doch, Gummi. So. Weißt du was? Lass mich einfach. Boah, Junge, das ist keine Sim-Opti-Kupplung. Das ist eine Knetkupplung. Also hier der zweite Kolbenring kann ich zusammenquetschen. Ja, der ist richtig hier. Jetzt hast du einen. Warte. Jetzt kannst du ihn zusammenquetschen. Jetzt hast du ihn wieder verdreht. Sie ja eher drücken so. Aber. Ich glaube, der oberste passt nicht. Warte mal, der oberste passt nicht. Jetzt hast du den unteren auch wieder verdreht. Das macht nichts. Den drehst du ja gleich wieder gerade. Okay. Liegen wir. So. So, jetzt. Du. So, ja, ich. Dein Part. Sekunde, du gibst mir nicht den Raum in der. So. Hast du? Ja. Ja. Boah, das ging aber leicht. Das ging echt leicht. Ah, wunderbar hier. Ja, aber. Machen wir ein bisschen. Jetzt geht's. Ja. Nein, das liegt am Kickstarter. Alter. Kickstarter, weißt du doch hier. M53 Motor. Jetzt soll ich den Vergaser schon mal auseinanderbauen? Der will! Bock! Hat Dirk, so Lust! Der Vergaser schon mal auseinanderbauen oder hast du schon? Nee, hier. Deine Spezialität. 2 Minuten 30, stopp die Uhrzeit. Zwar zusammenbauen, nicht auseinanderbauen. Das sieht gut aus. So, da brauche ich mal hier vier Motoren. Haben wir hier irgendwo ein paar abgefuckte Muttern rumliegen? Weiß ich nicht. Ein paar, ja. Ja, hier liegt. M6. Du filmst gerade ins Nichts. Oh nein, da ist ein Loch. Bermuda-Dreieck. Ja, als nächste Bermuda-Dreieck. Hier tun sich Abgründe auf. Ja. Warte, ich guck mal hier. Ach ja, ich hab. 1, 2, 3, 4. Das ist auch fest, mit dem wir sie hier unten festhalten. Nur ran. Ja, du flexst mich gleich. Du sollst den Niklas nicht boxen. Himmelgesäß und Negern. Der arme Niklas. Wenn ihr auch für
misshandelte Ehepartner spenden wollt, männliche Ehepartner, schickt uns einfach euer ganzes Geld. Ich leite es auch nicht an Niklas weiter. Nee, direkt an die Aline, die kann mir noch jetzt davon kaufen. Du wirst mithandelt, du kriegst Spenden und dies kriegt die Aline. Ja. Das motiviert die doch, dich noch mehr zu boxen. Alter, was bist du? Was bist du? Oh, Alter. Bist du so ein Sandsack? Kleiner Punchingball? Vielleicht stehe ich auch drauf. Okay, kann ich mir richtig vorstellen, wie Aileen vor dir kniet. Autsch! Dirk, der braucht ein bisschen Liebe? Ja, ein bisschen viel Liebe. Ist der ekelhaft. Magst du hier den irgendwie aus den zwei irgendeinen machen? Weil die ja, ich glaube, wir können aus. Die ja. Könnten. Geht hier gar nichts. Ich hoffe, wie der aussieht. Ja, der ist ein bisschen. Klein. Der müsste sehr, sehr lange einweichen. Mach aus den zwei einen, das geht schon. Boah, zwei gute Vergase. Auch so, wir sollten auch. Tschüss. Hier haben wir auch noch einen. Drei. Ich mach den erstmal wieder. Ich mach den erstmal wieder zu, ne? Der ist top. Der ist 16N15. 5? Ja, weil das sind 12er. Die anderen. 16N15. Ja, dann mach den. Dann guck mal in den rein. Vielleicht hat der noch Tauch. Wo war denn? Ach so. Hm. Da. Hups, das ist da dralala. Warte, nee, das geht so nicht. Nein. So. Ui! Ey, was ist jetzt mal? Das ist mein Part, hör auf damit! Das ist Mobbing! Ja. Nein, wir mobben dich nicht. Nein, ich wollte das machen. Deswegen ist es Mobbing. Eins von 10 Kindern in der Schule findet Mobbing doof. okay. Nee, Mobbing ist scheiße. Braucht keine Sau. Und wir mobben uns nicht. Der sieht ja aus wie geleckt hier. Wir machen hier. Wir lachen wieder aus. Ja, aber jeder ist ja mal dran, ne? Er wird geboxt, sie gemobbt. Und ich krieg den letzten Captain weggesoffen. Aber nicht von mir. Nicht von dir. Von dem, der geboxt worden ist. Und deswegen bist du gemobbt. Ein Teufelskreis. Ich brauche den Alkohol, weil ich geboxt werde. Ja. Ein Teufelskreis. Ich glaube, der hier hat auch noch Bock. Gut an. Oh, Kompression, Junge! Gut, wir bauen jetzt natürlich hier auch keine neuen Dichtungen oder so einen Käse ein, sondern wir machen jetzt einen hier auf Sparheimer. Das wird alles wird nochmal verwendet. Das wird. Ja, Aileen wollte die Karre gleich restaurieren. Ja, mir juckt's in den Fingern die ganze Zeit schon. Nein, nur erstmal zum Laufen bringen. Weil irgendwas muss ich ja machen. Was? Ich oder die Karre? So, jetzt brauchen wir eine Zündkerze. Eine Zündkerze. Was ist denn das hier? Das nennt sich Feuerwasser. Soll das doch da so? Mach's weg! Ja, aber das macht das Loch hier zu. Hätte ich mal noch eingebohrt. Das ist ein Überlauf, der muss eigentlich sein. Also mach ich es wieder frei. Mhm. Hier. Nö. Oh. Da. Gib mir auch mal die Drahtbürste. Oh, die akkubraune Speiche passt hier genau rein. Mhm.
Könnte ich das so lassen? Ja. Ey, ich will mal gucken, ob wir überhaupt Zündfunk haben. Ich könnte das ja mal reinstecken. Dann könntet ihr mal alle mitgucken, ob wir überhaupt einen Zündfunke haben. Ja. Warte, warte, ich muss erstmal hier eine Zündkerze reinmachen. Kann man das? Jo, jo, jo. Jo. Nee, was? Doch. Haben wir Funke? Warte, ich will ihn sehen. Alter, wir haben Funke. Gut, Funke. kräftig, ja. Das ist eine 6 Volt Unterbrecherzündung. Das kann alles, noch nicht kräftig. Das ist wie der kleine 5-jährige Bub auf dem Spielplatz. Der kann auch alles, aber nicht kräftig. Kräftig schreien. Vielleicht ist er kräftig. Man weiß es nicht. So, und wenn die Kerze drin ist, möchte ich wahnsinnig gerne mal... Ist ja gar nicht, ja. Nein, ich will mal gucken, was dann die Kompression sagt. Ob sie dann mein Finger draufhalten ist die eine Sache. Aber so mit einer Zündkerze drin? Ja, es wäre echt gut, wenn es dann immer noch Kompression hat. Nein, nein, es muss pressfest. Nein, nein, 720 Newtonmeter. Wow. warte. Junge, was haben die hier reingeschüttet? Mal gucken, wie es einfühlt, wie es anfühlt. Gar nicht so schlecht. Dirk, wo hast du diesen Vergaser ausgebaut? Bitte? Wo du den ausgebaut hast. Warum? Ist überall rote Pampe drin, den Vergaser. Keine Ahnung. Der lag halt hier rum. Ich habe den ausgebaut, weil er irgendwie nicht mehr ging. Hm. Weil er irgendeine rote Pampe in sich hat. Die hat gefehlt. Die eingeschraubte Düse für hier oben. Die kannst du doch da rausdrehen. Ja, darf ich mir einfach einen. Der hier ist noch so neu. Ich würde dann. Nee. Den da. Fünfer. Das ist eine andere. Ach, das ist eine andere. Ja. Okay. Die sieht ein bisschen anders aus. So, was hat Eileen hier gemacht? Wir kontrollieren mal. Hier ein neuer Zug, da ein neuer Zug, da ein neuer Zug. Was ist mit dem Schok? Mit dem Schok hat sie auch einen neuen Zug. Klar. Hat sie aber einen rausgehauen. Dann könnte ich ja theoretisch... Ich fehle nur noch Vergaser, dann kann ich loslegen. Dann könnte ich ja theoretisch auch schon... Wir müssen uns mal so ein Ultraschallbad holen, Dirk. Sowas einfacher. Ich habe ein Ultraschallbad, das steht bei mir in der Küche. Junge, ist das weggehämmert, Alter. Boah, ey. Alter, hast du mal schnalzen lassen. Guck mal hier, siehst du das? Ist doch gut. Ja, aber da fehlt wohl das so richtig. Das Kerl geht, drin. Das geht, das ist wie. Ja, natürlich, aber trotzdem wurde der misshandelt. Hä? Das mache ich, stehe dann auf eBay für 200 Euro. Hallo, ich... Wenn sie läuft. Ich trete gleich eine Arme. Willst du es haben oder was? Ja. Kannst du bar bezahlen? Ein Viertel jetzt und ein Viertel später. Und an 3 achten die. Kannst abarbeiten. Nein. Ich brauch Boris, Junge. Ich bin der zweitärmste in meinem Kinzigkreis. Ich gehe mal mit dem Vergaser an die Mülltonne. Danach bitte keine Kippe reinschmeißen. Das wird ja sehr entzündlich dann. Jawohl. Hatschi, liebe Community, wir haben einiges vor. Und zwar... Wir wollen euer Geld. Auch. Aber wir wollen auch eventuell freitags, abends... Ach so, ja. ...in Zukunft immer live gehen. In einen Livestream. Wir wollen streamen. Habt ihr da Bock drauf? Schreibt es mal in die Kommentare. Weil wir müssen das wissen, weil uns bringt das gar nichts, wenn wir einen Livestream starten, uns den mega Arbeit machen. Und dann guckt keiner. Und dann haben wir 2 Zuschauer. Nichts gegen die 2 Zuschauer, die das gucken. Aber das wäre uns dann doch ein bisschen wenig. So. Genau. Wir warten jetzt auf die Eileen mit dem Vergaser und was auch immer. Und dann machen wir mal ein kurzes Päuschen und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn der Vergaser drin ist. Und dann hängen wir mal ein bisschen Fremdbeatmung dran, Fremdflasche. Ja, mal gucken wir mal, ob wir es zum Laufen kriegen. Das wäre schon mal ein Erfolg. Ja. Und jetzt Druckbetankung. Genau. So, Miss Simpson hat jetzt Vergaser zusammengeschraubt. Macht ihr das Video alleine fertig? Wir probieren jetzt mal, ob es läuft. Aber ich würde es erst ohne Video probieren. Weißt nee, nichts geskriptet. Nichts geskriptet hier. Ja, okay. So. Ja, ich habe ja keine Ahnung, ob ich hier. Muss ich irgendwas drücken, drehen, machen, tun, Joke? Aber vielleicht ein Joke, aber ist der halt kaputt? Na, der geht doch jetzt. Ja, okay. Gut.
Ja, doch, Dirk hat einen neuen Dings reingemacht, glaube ich. Alles klar, dann treten wir drauf. Langsam. Ja, ich muss erstmal drehen hier hinten wieder. Ja, wo ist denn mein. Wo ist denn mein. Ach, da. Jetzt, ja. Ich mal kicken. Nein, 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 ich gönne dir das nicht, dass du dir jetzt ankriegst. Alter! Nicht sterben lassen. Weiter, Mann. Mann. Tritt drauf. Auf. Noch klar, was noch sonst? Also müssen wir sie mehr leer lassen. Gas. Ja, aber doch und jetzt. Mehr Gas. Ich finde, das klappert wie Scheiße, Junge. Ja, weil es auf der Werkbank steht, gucken wir, was da alles liegt. Natürlich klappert das. Ich glaube, das Moped klappert aber nee, auch. Nee, hallo. Vibrationen und so. Und mit dem Hunder schieben, dann können wir gucken. So. Das Ding steht. Ich weiß nicht. Aline ist glücklich. Ey, die bremst doch jetzt wieder, ne? Weil sie haben nicht nur Scheiße gebaut. Ey, warum ist das weg? Wow. Wow. Ja, komm, dreht mal an. Fahr mal nach oben. Ich fahr jetzt nicht mit dem Ding eine Runde. Ja, ja, klar, sie fährt, sie bremst. Ich würde gerne mal kurz die Gänge. Ja, doch. Ich mach's jetzt nochmal an fürs Ende so. Ja, nochmal fürs Ende. Ich hoffe, sie geht jetzt nochmal an, ey. Jo. Oh, mit Luftfilter. Ey, Licht geht. Hier vorne auch was? Nee. Ja, Bilder wahrscheinlich kaputt. Ah, nee, geht ja nicht. Kabel ist durch. Kabel sind jetzt halt hier noch durchgeknipst, haben wir nicht gemacht, müssen noch zusammengelötet werden. Dann geht die auch nochmal, die Licht hinten ging sogar. Mhm. Das ist schon mal gut, also Elektrik hat Bock. Und eben ist er auch gut angesprungen, jetzt so toten Kick. Mhm. Ja, also an sich jetzt so, was wir machen müssen, Router revidieren. Bisschen Farbe. Das ist Original, das Patina. Das ist nicht Original. Das ist Original Patina, fertig aus. Das ist dreimal nachlackiert. So sieht man es nicht. Man sieht es echt nicht. Echt nicht, in echt sieht es so scheiße aus. Ah ja. Also du siehst wirklich zwei komplett, also einmal türkis und einmal hellblau. Mhm. Egal, nicht so schlimm. Dirk ist gerade nicht sprechbar, deswegen, ich mache jetzt anscheinend Abmodi alleine, okay. Danke fürs Zuschauen. Das hier geht weiter, nächstes Video, übernächstes Video irgendwann. Aber ihr seht, es lebt noch. Abonnieren, habe ich gesagt. Ja, Abo wichtig. Und Daumen wichtig. Und Kommentare auch wichtig. Einfach Kommentare schreiben. Dann macht's mal gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.